Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Hangouts. Wir sprechen heute wieder mit einem Nominierten des Deutschen Zukunftspreises. Ihr Projekt heißt ja Energiesparende Festkörperchemie, neue Materialien beleuchten die Welt. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir haben eine völlig neuartige Materialklasse zunächst entdeckt und dann auch weiterentwickelt bis hin zur industriellen Anwendung. Und mit dieser Materialklasse gelingt es, das Licht blauer Leuchtdioden in alle Spektralanteile umzuwandeln. Das klingt vielleicht sehr akademisch, ist aber wichtig, wenn man Lichtquellen auf der Basis von Leuchtdioden für allgemeine Beleuchtungsanwendungen verwenden möchte. Und das ist das Ziel. Man geht davon aus, dass Leuchtdioden, Glühlampen, aber auch Energiesparlampen komplett weltweit ablösen werden. Ganz einfach deshalb, weil Leuchtdioden unglaublich effizient sind, sehr stabil laufen, eine sehr hohe Lebensdauer haben und eben, und da haben wir beigetragen mit unserem Projekt, ganz hervorragende Licht- und Beleuchtungsqualität auch liefern. Sind die denn schon für die industrielle Massenproduktion so weit gediegen, dass man das nutzen kann in der Massenproduktion? Ja, also unsere Leuchtstoffe, die Vorentwicklungen, die liefen ja in den vergangenen Jahren, aber so seit etwa 5 Jahren sind wir mit diesen Sachen konkret auf dem Markt und jetzt ganz aktuell explodiert dieses Feld geradezu. Da kommt dann auch der zweite Nominierte mit ins Spiel, das ist der Herr Dr. Schmidt von Philips. Das heißt ja, dass Sie zwischen Universität und auch Industrie zusammenarbeiten. Wie kann man sich diese Zusammenarbeit gut vorstellen? Das ist eine ganz nette Geschichte eigentlich gewesen. Das geht ein bisschen zurück. Das war im Grunde genommen im Jahr 2000, ist also schon 13 Jahre her. Damals gab es bei Philips eine klitzekleine Pilotgruppe aus 2 Leuten und einer davon war Peter Schmidt. Und die fingen an, darüber nachzudenken, ob man Leuchtdioden nicht verwenden könnte, um wirklich damit Allgemeinbeleuchtung zu machen. Das war damals noch unglaublich innovativ. Ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nichts davon gehört. Und die Leute bei Philips, diese kleine Truppe von 2 Leuten, die suchten ganz gezielt nach Leuchtstoffen, die ein ganz bestimmtes Anforderungsprofil haben, die man mit blauem Licht von blauen LEDs anregen kann und die dann sehr breitbandig alle anderen Farbanteile des weißen Lichtes erzeugen. Mhm. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt eine komplett neue Substanzklasse entdeckt und erst angefangen zu verstehen und hatten diese Ergebnisse, weil wir eigentlich nicht wussten, was wir damit machen sollen, einfach publiziert, wie Wissenschaftler das normalerweise machen. In einem Journal, in einem wissenschaftlichen Journal publiziert spektroskopischen Daten. Und Peter Schmidt und sein Kollege haben einen Blick drauf geworfen und wussten, das sind die Substanzen, die sie schon lange gesucht haben. Zu dem Zeitpunkt hatte die Beleuchtungsindustrie weltweit Tausende, wahrscheinlich Zehntausende von solchen Substanzen erfolglos nahezu ausprobiert und nichts war gut genug. Und dann kam unsere Substanz und das war der Beginn einer Kooperation. Die haben einfach zum Telefon gegriffen und haben hier angerufen. Liebe Freunde des gepflegten Hangouts, das war die Kurzfassung meines Gesprächs mit Wolfgang Schnick. Es gibt auch noch eine Langfassung. Klickt einfach auf den Link.